Finale. Oh, 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 la, la, la. Ach, ihr lieben Prisma-Leser, es ist das letzte Mal, dass ich in diesem Jahr hier zu euch spreche und wir uns über Let's Dance unterhalten. Finale ist vollbracht. Habe ich euch nicht gesagt, was passiert? Rurik Gislason, der heißende angebliche Kicker, hat gewonnen. Also wenn der nicht im tiefsten Herzen oder irgendwie heimlich schon Tänzer war, ich weiß es nicht. Nee, ganz ehrlich, mit einer Renata Lusin, die Profisportlerin durch und durch ist, hat er wirklich eine tolle Trainerin an seiner Seite gehabt und die hat alles aus ihm rausgeholt und ich finde, sie haben auch zu Recht verdient gewonnen, vielleicht nicht ganz vom Tänzerischen her, aber die haben einen mitgerissen, die Sympathien, die lagen von Anfang an auf der Seite von Rurik, also der war auch trotz, dass der so hammermäßig gut aussieht, war er immer noch sympathisch, bodenständig, wirklich, ja auch nicht überheblich, also wirklich, dem hat man das gegönnt, dass der gewonnen hat und als Tor, da wusste man schon, jetzt ist der Sieg ihm nicht mehr zu nehmen, also das war irgendwie, ja, war ja klar. Vom Tänzerischen her hätte Valentina Pade wirklich gewinnen müssen. Und ich fand das auch irgendwie noch so, ja, so liebevoll, wo sie sagt, wir Frauen müssen zusammenhalten. Bitte ruft für mich an. Und ich habe auch sogar für sie angerufen, weil irgendwo hättest du auch dieser Frau gegönnt. Die hatte fast wirklich, leider ist es doch oft so, dass man als Frau dann einfach keine Chance hat, weil dann vielleicht doch wieder ein paar andere Frauen zu Hause lieber für einen heißen, feurigen Rurik anrufen, als für eine Frau, wo sie vielleicht doch in Anführungsstrichen vielleicht neidisch sind, weil sie vielleicht nicht so gut aussehen, nicht so toll tanzen und. Das ist halt so wirklich so, das eigentlich schade, aber ja, letztendlich sind sogar alle drei, die im Finale waren, Gewinner, auch unser Nicolas Puschmann. Also alle drei werden ja jetzt eingepackt, mit auf die Tour geschickt. Und habe ich euch ja auch letzte Woche schon prophezeit, war ja klar und ist auch richtig so, alle drei einpacken mit auf die Tour. Die Tour wird sensationell, wenn sie denn hoffentlich nur stattfindet. Ich frage mich nur, ihr könnt eigentlich die Jury daheim lassen, weil da sind ja nicht so Bademeister wie ich mit am Start hier oder Evelyn Burdecki, Pocher, Mockenhaupt. Bei der letzten Tour, da konnten wir wenigstens so ein bisschen noch draufhauen und mal ein paar schlechte Punkte verteilen, aber jetzt ist ja die Lilly Paul Roncalli dabei, die tanzt ja wie eine Maschine. Dann ist da Luca Henny mit dabei, dann der Tijan und die drei noch. Wahnsinn. Aber letztendlich der wirklich richtige, eingefleischte Let's Dance-Zuschauer, habe ich auch so auf der Tour so miterlebt, die wollen tänzerische Höchstleistung sehen, die wollen sich mit einfangen lassen und ganz ehrlich, kein Wunder, dass die Tour schon so gut wie ausverkauft ist, weil die kriegen richtig was geboten. Das ist so mega, ist echt toll. Ja gut, und die Jury kann halt immer 10, 10, 10, 10 Punkte da verteilen. Ist ja auch letztendlich egal, soll nicht meine Sorge sein. Meine Sorge ist nur, ich werde Let's Dance vermissen. Jetzt haben wir Freitag wenigstens noch die Profi-Challenge, aber dann, was gucken wir denn da Freitags wieder? Also das hat einem doch immer die Freitagabende so schön versüßt. Ich hatte immer Spaß, muss ich sagen. Und ich denke, auch ihr werdet Let's Dance jetzt erstmal wieder vermissen. Ja, weil die Zeit geht ja auch immer so schnell vorbei. Das ist eigentlich auch wieder auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite auch wieder traurig. Aber was soll's, jetzt kommt der Sommer, jetzt fangen wir an zu grillen. Also wenn der Sommer auch jetzt endlich bleibt. Ja, habe ich noch irgendwas zum Finale zu sagen? Nee, es war einfach wunderbar. Ich denke mal, ich habe alles so, es gibt nichts zu sagen. Es war ein ganz tolles Finale und wer es verpasst hat, kann ja noch irgendwo nachschauen, wie auch immer. Der hat echt was verpasst. Ja, und ich schicke euch jetzt auch noch ganz, ganz liebe Grüße zum Abschluss. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Der Pommes hat mich so ein bisschen im Stich gelassen am Schluss. Egal, der hätte vielleicht noch ein bisschen mehr über das Finale noch anders erzählen können, wie viel harte Arbeit da noch hintersteckte, also für den, der wirklich noch im Finale steht. Die anderen haben ja da nur noch ein bisschen Späßchen und können da nochmal auflaufen, alle wiedersehen. Das ist ja auch das Schöne, dass wir auch nochmal die ganzen anderen wiedersehen konnten. Und nur kurz da noch, man konnte wirklich bei jedem sehen, wie lange er in der Staffel mit dabei war, so vom Tänzerischen. Ja, denn unser lieber
Simon Zachenhuber. Also wenn der so getanzt hätte vor einer Woche wie diesmal, ich glaube, dann hätte er auch noch im Finale gestanden. Aber es war alles, es können leider nur drei im Finale stehen. Alle drei waren Sieger mit dem Hottie Rurik an erster Stelle. Also, oh, ich habe zu lange geredet. Egal, es war ja auch Finale. In diesem Sinne, ciao ihr Lieben, bis irgendwann, eure Mocki. Tschüss, Finale.